Hallöchen ihr, der Nale 4 und herzlich willkommen zurück im Stream am Freitag, ihr Lieben. Heute zum allerletzten Stream im Jahr 2023 mit einem ja großartigen Finale, ebenfalls im ja in diesem Jahr oder zum Ende dieses Jahres, hier mit dem 1000 Abonnenten Spezial. Der vierte Teil, Part 4, 1000 Minuten überleben. Ihr seht es oben an der Uhr, wir haben noch 4 Stunden und 10 Minuten dafür Zeit. Ich bin gespannt, was passieren wird und bin gegen Ende des letzten Streams am Mittwoch ja auch nochmal gestorben, hat sich mal zerlegt. 7 Tode auf dem Konto. Heute geht's in den Irren-Modus. Also heute wird wirklich eskaliert ohne Ende. Schwierigkeitsgrad irre. Was bedeutet das? Wo haben wir's? Da haben wir's. Dass die Zombies 250% Schaden verursachen. Ich allerdings nur 25%. Es wird spannend. Es wird nochmal sehr spannend. Dauersterbesendung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es echt nicht abschätzen. Ich hatte ja geplant gehabt, irgendwie mich hier auf Tier 6 Stufe noch irgendwie hochzupimmeln gestern. Das habe ich allerdings nicht mehr geschafft. Wir gehen mal rein. Ich war lieber noch farmen, Muni farmen, und habe eine Freundin mir noch als Unterstützung zur Seite geholt, ihr Lieben. Ich bin sehr gespannt. Und ja, funktioniert das hier eigentlich? Das funktioniert. Szenenwechsel, alles in Ordnung, alles im Kasten, super gut, mega toll. Und ja, eine altbekannte Freundin, es wurde sich ja gewünscht beim letzten Mal, deswegen habe ich die Zeit lieber da rein investiert und bin auch echt froh gewesen, das alles noch hinzubekommen. Ihr Lieben, ich glaube, wir werfen gleich einen Blick auf sie. Ja, Schätzelein. Hey, na? Wie geht's dir? Ha? Droni am Start. Heute fürs Finale habe ich es rausgekramt. Es war eine übelst lange Farm-Session noch gestern. Ich glaube, 2 Stunden habe ich nochmal reingepackt und habe jetzt Droni am Start. Sie hat die Medizin-Mod, die ich noch bekommen habe, eine Lager-Mod mit drin für mehr Tragekapazität und den Ausdauer-Regenerations-Booster hat sie auch mit drin. Dann bin ich nochmal hingegangen und habe nochmal intensiv hier Eisen und Blei gefarmt und habe mir nochmal 4000 Schuss panzerbrechende Muni hergestellt. Die würde ich sogar in Droni reinpacken. 1, 2, 3, 4. Sicher ist sicher. Haben wir die am Start. Und irgendwie habe ich gerade so ein Nasenhaar hier, das so dezent am Flimmern ist. Ich hasse das. Kennt ihr das mit euren Nasenhaaren? Wenn die euch so hart am Penetrieren sind und irgendwie... Ich bin stumm geschaltet. Ist Droni stumm geschaltet, meinst du? Droni? Sag mal hallo. How may I assist you? Eigentlich gar nicht. Kannst du mal was reden? Ruhiger Modus? Kein ruhiger Modus. Droni, alles cool? Alles easy. Ja, bei Drohne und H und nein beim H. Ja, okay. Ist auch egal. Ihr Lieben, das ist alles, was ich jetzt noch an Muni habe. Wir haben in Droni hier noch für die Geschütztürme ein bisschen was drin. Die sind alle soweit aufgeladen. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch die Zeit ab und schauen mal. Ich habe mittlerweile auch, also wie gesagt, ich bin erstmal hier rum. Und warte mal, ganz vergessen hier, bevor mir das komplett vergessen. Natürlich noch den Twitch einschalten, aber geht mal gar nicht, sonst hätte ich es vergessen. Genau, was habe ich gemacht? Ich bin hier nochmal rumgefahren, habe hier unten noch einen Händler entdeckt und habe, ich weiß gar nicht sonst noch wo,
die letzten Händler entdeckt. Und die hatten auch noch Stuff für mich, was sehr, sehr cool ist. Und ja, habe im Prinzip Autos, bin durch die Stadt, habe Autos gelootet und Briefkästen, konnte somit hier Stufe 5 Droni auch herstellen. Und ihr Lieben, ich kann mir auch den 4x4 Truck bauen. Allerdings kostet mich das Fahrwerk noch 375 Stahlbarren, was dezent teuer ist. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt heute hier zum Ende hin noch level. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird sich zeigen. Auf jeden Fall, es wird Tag. Tag 21 ist es. Und die Uhr stellen wir gleich an, wenn es soweit ist, wenn wir losgehen. Beziehungsweise können wir auch jetzt schon machen. Die letzten 4 Stunden und 10 Minuten gehen weiter. Froh und heiter. Und ja, wir gucken mal. Droni sollte hoffentlich gut funktionieren und keine Bugs mit sich rumschleppen oder auslösen. Wir fahren einfach schon mal vor zum Händler. Wie schaut es im Motorrad aus? Motorrad sieht es so aus. Wir haben 13.000 Jetons. Ich habe tonnenweise Money dabei, ne? Wir haben sehr viel Money. Sehr viele Jetons. So. 69.000. Das ist super. Dann schauen wir doch mal. Benzin habe ich auch gefarmt. Ein bisschen zumindest. Es sollte für heute reichen, ansonsten müssten wir halt echt nochmal losziehen und voll tanken. Aber ich habe auch keine Wüste gefunden, ne? Ich vermute mal, die Wüstengeschichte war irgendwo hier ganz in der Ecke drin, die ich noch so gar nicht erkundet habe, ne? Whatever. Wir fahren los, wir wollen Spaß haben. Es ist irre, ich finde es toll, schön, dass ihr auch alle wieder da seid. Ich freue mich sehr. Wir fahren jetzt schon mal zum Händler. Mal gucken. Nur noch 30 Sekunden Zeit, dann könnt auch ihr da draußen anfangen auszurasten. Levelmäßig schauen wir gleich mal, was da Stand der Dinge ist. Aber erstmal gilt es, den Händler zu finden. Die alte Nudel. Da hinten. So. Können wir schon mal warm schießen. Du hast 1042 Pip-Points. Das ist einiges. So, wir können nachladen. Nutzen wir die Zeit zum Reload. Und los geht's. Ab geht's, los geht's, Bill geht's, ich bin 2000 Pinpoints. Hey, da habt ihr ja richtig einiges noch auf dem Kasten. Ja, levelmäßig bin ich bei Stufe 62. Das heißt, mit den 8 Euro sind wir schon mal beim 70 Euro für einen guten Zweck, was sehr, sehr schön ist. Und ich würde sagen, pro 10.000 Pinpoints kann man nochmal 2 Euro oben drauf rechnen, oder? Könnten wir machen. Droni, dir geht's gut. So, jetzt haben wir noch, wie effektiv, ein paar Minuten Zeit. Würde ich nutzen, um vielleicht Benzin zu sammeln, ne? So, das heißt, sollten wir mal gucken, dass wir noch möglichst viele Jetons sammeln. So, und natürlich auch hier. Ich habe noch einen Punkt in den Altstoffsammler reingeballert, um schneller die abbauen zu können und mehr Ressourcen zu bekommen. Was eigentlich mit so einem Buschen, der gibt doch auch hier, ne? Ja, der gibt auf jeden Fall. Hauptsache Sprit, ne? Kommen sie schon angeschlichen, die Lurchis? So, dann lass nochmal abliefern hier daheim. Dem besten Haus, das ich jemals hier in 7 Days gebaut habe. Ein Meisterwerk der Baukunst. So, rein damit. Ritzurzen, komm da rein und da rein.
Kannst du zerlegen für Blei. Wenigstens ein bisschen Sprit. Okay, ein Haus ist es nicht. Das ist irgendwas, keine Ahnung, aber kein Haus. So. Dukudum. Dann jetzt hast du Durst. Genau jetzt. Hat der feine Herr Durst. Ich glaube, ich habe die restlichen Eier mit Speck daheim vergessen. Aber ist okay. Rooftop Carport. Sollen wir dran bauen? Können wir machen. 4 Stunden lang. Da kommt Spaß auf. So. Also, Händler, mach mal auf. Ein paar Sekunden hast du noch. So lange. Gönn dir mal was. 4 Eier. Es sollte eigentlich reichen, ne? So nahrungsmäßig haben wir ja beim letzten Mal. Sind wir gut über die Runden gekommen. Rooftop Carport, so sieht meine Basis aus. Ja, das reicht. Für das, was ich hier vorhabe, auf jeden Fall mehr als ausreichend. So, du hast genug. Du hast auch noch genug. So, Tag 22 ist Reset. Da können wir nochmal gucken, ob es noch irgendwas Tolles bei ihm zu kaufen gibt. Was brauche ich denn eigentlich jetzt noch dringendst hier von den Büchern? Handfeuerwaffen. Ich hätte gern... Für die Desert Vulture wird es, glaube ich, heute nicht mehr reichen. Vielleicht hat er ja einen am Start. So. Mein Lieber, wir machen weiter. Stufe 5 Mission. Mal gucken, was heute drin ist. Could you be any louder? You trying to wake the dead? Ja, alles gut. So, abholen und säubern. Vanity Tower, oh Gott. Was hast du noch? Last Sunset Nursing Home sagt mir auch irgendwas. Higashi Pharmazeutica. Machen wir, was ist hier? Befallene? Butcher Pete's, okay. Ne, warte mal, hier, da oben. Die Wasserwerke. Machen wir die Wasserwerke. Befallene. Machen wir heute nur Befallene? Sollen wir heute nur Befallene machen? Wir gucken mal, wir schauen mal. Erstmal zum Warmwerden Wasserwerke. Wasserwerke sagt mir jetzt gar nichts auf den ersten Punkt. Mal schauen. Befallene haben wir auch gar nicht gemacht. Deswegen schauen wir mal. Aber Vanity Tower, diese großen Dinger, was war der Voucher Tower, ne? Der ist mir dann doch zu mächtig. Vielleicht machen wir Stufe 4 beseitigt. Ne, beseitige Quests. Also Befallene. Aber ich glaube nicht, dass wir heute die Stufe 6 Dinger freikriegen. Dafür brauchen wir definitiv noch zu lange. I don't think so. Vielleicht die Serienbelohnung, die erste, aber mal gucken. Ich glaube, für mehr reicht es heute nicht. Oh Gott, Bäume über Bäume. Schauen wir mal. Du das Wasserwerk. Du bist das Wasserwerk. Dunk, dunk. Ja, doch, das kenne ich. Ja, doch. Doch, doch, doch. Ist bekannt. Okay. Alle hopp. Let's. Dunk, dunk. Doppelte Menge an Zombies. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich muss hier hoch. Aber erstmal natürlich hier außen gucken. Da
Das so. Das so. Ist auch nur selten gespielt, okay. Ja, ich brauche mir, ich lootmäßig brauche mir. Wir haben soweit alles, ne? Okay. Gut. Gehen rein. Einmal hier hoch. Gucken, was Sache ist. Oh, Vögel, ne? Da müssen wir aufpassen. Hier können überall Vögel rumpimmeln. Ne, Droni, kommst mit. Okay. Das heißt, hier hoch. Schon mal eine Kiste, das ist gut. Eine Arbeiterkiste. Okay, wir müssen also sehr wahrscheinlich hier entlang. Ja, doch, 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 das sagt mir was. Incoming enemies, prepare for conflict. Dezent laut, ne? Hast du das Gefühl? So. Finde ich zumindest. So, das nehmen wir mit. Bisschen, ne? Was? Ich sagte, es ist zu laut. Ja, doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Okay. Ja, okay, okay, okay. Wir stellen die Türme hier auf. Einer hier. Und einer da. Dann schauen wir mal. Was passiert? Sehr schön. Gucken, ob da noch mehr am Start ist. Da ging es runter, froh und munter. So, ist die Sache, kam da irgendwie, oder kann da irgendjemand hochkommen? Ich dann gehe mal runter. Irgendwo ist jemand. Ich auch, Drohne. MP5 ist laut, macht aber Spaß. Ja, MP5 ist echt eine coole Sache, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Die geht schon gut ab. Wasserwerke, okay. Da ist es am Leuchten. Hier auch. Ist außerhalb, ne? Au. Enges Räumchen. Hey, mein Lieber. Alles easy. Das waren die 10%, die getriggert wurden. Was eine coole Sache ist. Warte. Gesagte, warte. Ja, ich weiß. Hey. Dezent ins Klo geschleudert, hey. Okay, warte mal. Gehen wir hier rein, locken die hier rum. Jungs, Mädels. Ja, nein, doch. Keiner hier?
So, ich denke immer, das ist ein Raketenwerfer, aber es ist einfach nur ein kaputtes Rohr. Okay, also wie gesagt, lootmäßig nehmen wir heute nicht mehr nur interessante Sachen mit. Alles andere. Warte mal, hat er was für eine Farbe? Blau. Okay, alles andere. Ist erstmal unwichtig. Trinken natürlich, klar, das schon. So eine Geschichte. Aber mehr auch nicht. Und immer nachladen. Immer voll die Haubitze. Okay, okay. Ach, das ist ja ein so ein Ding, okay. Wir sollten da ja hochkommen, ne? Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Einer hier. Einer da. Tralali und tralala. So, dann kommst du mal hoch. Ganzen Arbeiter hier vom YMCA Club. Okay, wo ist da noch einer? Bist denn du jetzt? Wasserwerker? Da oben! Ma'am, komm sie her! Danke. Ja, zweimal. So. Irgendwas Nützliches, irgendwas Tolles? Nee. Okay. Dann war das, glaube ich, hier hoch, ne? Genau. Laborantin des Wasserwerks. Jetzt hört auf mit diesen NPC World of Warcraft Namen. Oh. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. I remember. Ich erinnere mich, ne? Das bricht alles weg, die Scheiße hier. Wie, die können unter... Wo? You seem to require first aid. Danke, Droni. Danke. You look injured. Let me help you. Oh, das ist lieb von dir. Das ist sehr lieb von dir. Krass, das habe ich unterschätzt, ey. Das habe ich jetzt unterschätzt. Haben auch einen Radius, ey, die Dinger. Wo ist da noch einer? Da ist noch einer. Okay. Ja, hättest du denken können. Im Leben nicht. I've got a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Hier. Krass. 4 Kopfschüsse.
Also es wird sehr, sehr munitionslastig heute, ne? Das glaub's aber. Sehr, sehr munitionslastig. Ich bin froh, dass Droni hier nichts am Triggern ist. Wie mache ich denn das? Das müssten hier. Ist eine scheiß Idee. Ist eine scheiß Idee. Okay, war eine Kack-Idee. Okay. Da ist eine Schreierin irgendwo. Was nicht schön ist. Du kamst dir von der Seite angeschissen. Danke, Droni, dass du mir das jetzt sagst. Heiliges Blechle. Aber die einmal drauf gebeutelt, ne? Die kloppen echt gut rein. Das war echt gut. Das waren aber nie im Leben. Ich kann heute um die Ecke gucken. Nee, kann sie auch nicht. Dit kann sie auch nicht, aber ist okay. Okay, die Schreierin macht mir Sorgen. Mal hier. Das sind auch noch welche. Alles klar. I've got a bad feeling about this. Ja, ich weiß. Ja, I know. All good. Hör mal. So. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Die kommen jetzt alle. Ich weiß nicht, ob die Scheiße hier unten wegbricht. Ich meine, irgendwas war hier gewesen. Oh, und ihr habt echt eine krasse Range, ne? Oha. Das war eine knappe Kiste. Also der Damage, der ist schon echt ordentlich, ne? Der ist echt richtig ordentlich. Da sagst du nichts. Leichte Panik, dezent. Vor allem, dass die Türme bis nach da hinten reinballern, ne? Deshalb, das ist eine übertriebenste Reichweite. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Aber ich meine, irgendwas bricht hier weg. Irgendein Scheiß bricht hier weg. Irgendwas war hier. Aber das ist doch nie im Leben schon hier der Endraum. Incoming enemies, prepare for conflict. Das hier bricht weg, ne? Okay.
Okay, oder das hier. Ja, das hier war's, ne? Das war's. I remember. Die Scheiße bricht weg. Ja, da muss man aufpassen. Genau. Das heißt, hier unten drunter. Es ist noch einer rumlaufen, ne, weil der reingebrochen ist. Sache, wo der rauskommen will. Scheiße. Komm, auf, rein. Master, we are not alone. Ja, ich weiß. Erstmal Truhe looten. Jetzt kommen die Wesen, ey. Bitte mach die Tür auf. Bitte. Eine Schatzkarte. Die kann man mitnehmen, zerlegen, mitnehmen, definitiv mitnehmen. Der Rest bleibt hier. Futter. Mitnehmen. Und essen. Das Yucca-Säftle. Oh ja, das machen wir hier noch. Das müssen wir mitnehmen. Oh ja. Gönn dir. Das wird zerlegt. Nahrungspaket. Brauchen wir nicht. Die Jungs und Mädels hier mitnehmen. Keine Sicherheit. Für einen Baublock. Also Gebietsschutz. Ansonsten ist hier nicht wirklich. Oh, da hinten ist noch ein Money. Pops und Pills. Okay, Droni, komm her. Du musst mir mal was abnehmen. This ought to make you feel better. Danke. Bist ein Schatz. Gönn dir. Das kann man zerlegen. Das kommt hier. Strahlenentfernungs. Kann ich die eigentlich auch hier reinballern? Ja, nice. Sehr wichtig. Okay, coole Sache. Dann machen wir den noch. Zerlegen. Mitnehmen. Und raus hier. Ab zum Händler. Und ein Cargo Drop am Start. Motorrad hier drin. Willst du mich verarschen? Wer parkt denn da sein Auto auf? Ist ein Unding. Das gehört sich nicht. So, rein hier, beziehungsweise das kann man reparieren und verkaufen. Schatzkarte rein. Das rein, das brauchen wir eigentlich alles heute nicht mehr, weil heute geht es ja zu Ende. Muni machen wir rein, als Reserve. Das kann weg, das können wir behalten. Das meinetwegen auch. Chetons ebenfalls, den kannst du trinken. Alles klar. My senses have picked up something. So, Cargo Drop, den nehmen wir mit. Vielleicht kann da was drin sein. Und jetzt noch das Gemälde, bitte. Oder dieses Wirbeldings da. Weißt du, diese das Verschwommene? Und Gemälde haben wir alles drin.
scharf, genau. So, jetzt haben wir wieder hier, oh Junge, Junge. So, was haben wir drin? Können wir reparieren, kann man trinken. Kann man essen, können wir mitnehmen. Oha. Boah, Alter. War ein Bär aufgebunden oder was? Incoming enemy. Prepare for conflict. Wesen. Du sollst mich angreifen. Hey! Komm mal her! Schockstab, du gegen mich! Toll, danke. Jetzt würde ich gerne abgeben, ne? Eben würde ich es gerne beenden wollen. So, ich habe noch ein wundes Knie. Kann es sein, dass auf einem höheren Schwierigkeitsgrad auch die Heilung sich irgendwie weniger auf einen auswirkt? Oh Gott im Himmel! Och nee! Wie lange? Oh Gott. Nicht zerlegen, nicht zerlegen. Nehmen, benutzen. Oh, Leute. Minute 40. Oh. Nein! Dreckshundis! I've got a bad feeling about this. Oh, holy fucking moly. Holy. Also echt. So, wie lange haben wir noch? Wo denn? Da. Bei dir geht es leider nicht. Warum? Weshalb nicht? Das ist schade. So, noch 30 Sekunden, kein Auto, dann können wir weitermachen hier. Wir haben doch keine Zeit. Spawn, sprengen. Muss man nicht immer so ein Hashtag davor setzen? So, jetzt nochmal. Ein Versuch hast du noch. Oh ja. Ja, der macht aber auch einen Krater. Morsch, Dumpi! Na? Jetzt haben wir nichts mehr weg hier. Wollen die ganzen Schweine kommen? Kann man auch Grace spawnen lassen? Geht das? Müsste ja eigentlich auch gehen, oder? Spawn Grace? Okay, Punkte alle. Soldatenhorde, Bikerhorde, Spinnen, Zombiehorde. Okay. Das könnte ein Tod bedeuten. Die machen wir noch, bevor wir dann zum Händler gehen. Boah, Alter, das wird heftig. Gepanzerte Boss, Spinnenhorde. Bikerhorde, Strahlung. Die Biker waren übel. Die Biker waren echt übel. Beim letzten Mal. Die haben mich gekillt. Spinnenzombies hatten wir am Ende vom letzten Stream am Mittwoch. Die hatten Schock drauf. Das war auch sehr interessant. Okay, ich brauche ein weitläufiges Gebiet irgendwie am besten.
Ich würde sagen, wir machen das hier mal. Nein, nein, nein! Boah. Okay, 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 okay. Wie kriegt man die denn platt? Ah, erst die anderen platt machen, ne? Gott im Himmel. Das war super. Sehr cool. Puh. Aber die hitten gut rein, ne? Die knallen echt sehr gut rein. Das sind so Gegner, die sollst du echt nicht unterschätzen. Schön. Das war ein schöner Boss. So, jetzt aber abgeben. Das war ja so diese Geschichte, wo man erst die Viecher platt machen muss, ne? Aber die haben gut reingehauen. Also der Damage, der ist abnormal, den ich fresse, ne? 250%, das ist 2,5-fache des normalen Schadens, ne? Wenn man von Nomade ausgeht, dem Standardschwierigkeitsgrad. Da war es ja gut, dass ich hier die Panzerbrechner mitgenommen habe. So. Schätzelein. Oh, I'll do business. Not bad. But not great. Just don't let this go to your head. Dann machen wir das hier und machen wir das hier. Ich brauche weitere Aufgaben. Befallene. You need work. Butcher Pete's. Was sagt die Uhr? 17 Uhr. Abholen und säubern. Vanity Tower. Oh, das ist zu lang. Last Sunset Nursing Home. Damn it, who am I gonna take a number and I'll get you a job. Higashi Pharmaceutical. Butcher ist recht klein. Okay. Machen wir das. Mir kannst du die Handschuhe abnehmen. Du kannst mir das abnehmen und das abnehmen. Those damn things are selling like hotcakes. Und dann kannst du mir die ganzen Scheiß noch abnehmen. Gönn dir, gönn dir, gönn dir, gönn dir, gönn dir. If there's nothing else, you best be on your way. Okay, Butcher Pete's, das kann man machen. Das wäre in Ordnung. Das kommt rein, das kommt rein. Das hier, das hier, das hier. Will ich so Sachen halt primär sammeln. Kannst du mal voll tanken. Ich sagen, fahren wir hin zu Butcher Pete's. Es wird allerdings Nacht, ne? Machen wir eine Nacht- und Nebelmission. Uff.
Aber war bei Butcher Pete, war das nicht dieses POI mit den Bären im Käfig? War das nicht das? Wo innen drin dieser Kneipe, war das nicht eine Kneipe mit zwei Käfigen und da war ein Bär drin? Das war doch das Ding. Wenn ich mich recht erinnere. Okay, dann die nächste Befallene. Schweine in Käfigen. Gab es da nicht ein POI mit einem Bären drin? Da war ein Käfig und da haben sie einen Bären reingeballert. My senses have picked up something. Ja, das war nur ein Wolf. Roni. Irgendwas meine ich da in Erinnerung zu haben. So ganz düster. Okay. Ich nehme keine Rücksicht. Keine Rücksicht auf Verluste. Okay. Das heißt, haben wir 3/4 Stunde. War okay. Dann machen wir jetzt hier noch die hier. Dunk, dunk. Butcher Pits. Alles klar. Gut. Würde ich aber wieder die normale Muni nehmen. Butcher Pete's Befall. Ich bin gespannt, was abgehen wird.